Kommilitonis, wir hatten uns zuletzt die Frage vorgelegt, ob und inwieweit eine europäische Rechtsgeschichte möglich ist, inwieweit eine Universalgeschichte möglich ist. Und wir kommen nun zu der These, die ich am Ende aufgestellt hatte, nämlich dass die europäische Geschichte eine Rechtsgeschichte des römischen Rechts sein könnte. Das ist nicht selbstverständlich. Das bedarf also der Erläuterung. Denn was bitteschön ist, wenn wir eine europäische Rechtsgeschichte als Geschichte des römischen Rechts erzählen wollen, was ist denn dann dieses, das römische Recht? Welches Recht zu welcher Zeit der ganzen europäischen Geschichte oder nur einer gewissen Phase dieser Geschichte? Ist es die Geschichte des Imperium Romanum oder welche Geschichte sollen wir erzählen? Insoweit ist es nicht einfach, sich das römische Recht vorzustellen. Was sollte das sein? Es ist nicht so, als hätten die Römer ein Recht wie ein Gesetzgeber einmal entworfen und die folgenden Generationen hätten es dann uneingeschränkt rezipiert und von Generation zu Generation zu Generation immer wieder weitergegeben. Also so wie Moses vom Berg Sinai niedersteigt, die 10 Gebote in der Hand und die dann gleichsam bis heute ihre Gültigkeit haben. Verschiedene historische Kräfte arbeiten in der Geschichte immer an der Entstehung und an der Fortbildung auch dessen, was wir Recht nennen. Und insoweit war wenig bis gar nichts am Anfang. Doch was bitteschön war denn am Anfang? Selbst wenn man das römische Recht selbstverständlich als das Recht des römischen Reiches der Antike verstehen wollte, also das Imperium Romanum, so ließe sich doch nicht einfach sagen, ja seht, das ist das römische Recht, dort ist es. Denn wo beginnt Rom, wo beginnt seine Geschichte und wo endet sie? Schon die genaue Zeitspanne, in der man das römische Reich, das Imperium Romanum beschreiben möchte, ist nun keineswegs gesichert. Jede nur oberflächliche Assoziation mit dem Begriff Imperium verweist ja bereits auf ein Bild, das mit allerlei Idealisierungen von Größe und Macht unweigerlich verknüpft ist. Es ist ein Bild einer Weltmacht rund um das Mittelmeer, einer Macht, die sich vom äußersten Pontus Euxinus, das ist also das heute Schwarze Meer, im Osten bis zu den Säulen des Herakles im Westen, das ist also die Meerenge bei Gibraltar, vom Oberlauf des Nil im Süden bis nach Britannien im Norden ausdehnte. Also die Geschichte des Imperium Romanum ist in dieser Sicht natürlich die klassisch gewordene Geschichte, vor allem der römischen Kaiser, die in vielen schillernden Farben immer und immer wieder erzählt worden ist und die den Glanz und, wenn man so will, auch das Elend eines Reiches durch das Brennglas des Charakters seines jeweiligen Herrschers in dauernder Bildhaftigkeit der interessierten Nachwelt eingeprägt hat. Es ist die Geschichte, die mit dem Mord an Caesar und dem Ende der Römischen Republik anhebt und beginnt, die Geschichte von Octavian, der zum Augustus sich erhebt und dem die vielen zu Legenden gewordenen, sittlich verdorbenen oder eben sittlich erhabenen Monarchen gefolgt sind. Namen wie Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Trajan, Hadrian, Marc Aurel, Commodus und so weiter. Alle sie lassen uns Bilder vor Augen aufgehen, hinter denen ganze Episoden, eine ganze Epoche, ganze Ideen, Geschichten stecken. Generationen von Althistorikern und Romanisten haben die Werke nach den Kaiserbiografien und ihren Taten ausgerichtet. Und Generationen von Schülern mussten die Daten der Cäsaren auswendig pauken, auch wenn das heute nicht mehr der Fall ist. Beginnt man also die Geschichte mit Augustus? Mit dem Moment also, da die Macht des Imperium Romanum in glanzvoller Blüte steht, die Zeit, in die auch die Geburt Jesu und mithin das Jahr Null der abendländischen Geschichtsschreibung fällt. All das ist möglicherweise nicht einfach zufällig. In der Tat,
Es müsste nicht verwundern, dass die Geschichte des Imperium Romanum im Grunde eine Verfallsgeschichte ist. Was sollte uns eine dramatische Verfallsgeschichte allerdings über das Recht lehren? Schon die Literaten und Geschichtsschreiber der Kaiser sehen in der Errichtung des Prinzipats durch Augustus nicht einen Beginn, sondern eben den Gipfelpunkt einer bereits und mindestens tausendjährigen Geschichte. Die Geschichte Roms beginnt demnach eben nicht mit den Kaisern, sondern mit dem Untergang Trojas. Sie beginnt mit der sagenhaften Landung des Aeneas an der Küste Latiums, der Gründung einer Stadt, und zwar der Gründung Alba Longas durch seinen Sohn Ascanius, den die Latiner auch Iulus nannten und aus dem sich dann ein besonderes Geschlecht emporhob, die Iulier, dessen bekanntester wohl Julius Caesar ist. Die Gründung Alba Longas aber wird auf jeden Fall irgendwo in die Mitte des 12. vorchristlichen Jahrhunderts gelegt. Aeneas, der Troja verlässt, auf seiner Schulter seinen alten Greisenvater Anchises tragend, so geht die Sage, und seinen Sohn Ascanius bei sich führend. Eine Irrfahrt wie die, die überliefert ist von Odysseus, bis er schließlich in Latium landet. Man kann lange darüber spekulieren, ob und inwieweit dieser Mythos Sinn macht oder keinen Sinn macht, ob er real ist, ob er ernsthafte Bezüge hat. Das werden wir noch sehen. Wichtig ist, wenn dem so sein sollte, hätte die römische Geschichte einen enormen Vorlauf. Sie beginnt im 12. Jahrhundert vor Christus. Was ist also das römische Recht? Von der sagenhaften Gründung bis zum Untergang Westroms allein sind es 1000 Jahre, selbst wenn man die Mythologie, die sich um Aeneas und seine Irrfahrten rankt, mal beiseite lässt. Ja. Gemeinhin zählt man die Geschichte Roms von seiner Gründung an, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ja, bis zur Absetzung des letzten weströmischen Kaisers, Romulus Augustulus, durch Odoaker und dem damit verknüpften Untergang Westroms im Jahre 476 nach Christus. Und allein diese Zeitspanne umfasst mehr als 1000 Jahre. Was ist also das römische Recht? Reicht es, dass wir sagen, diese 1000 Jahre sind zu betrachten? Warum eigentlich nur die Geschichte Westroms erzählen und nicht nur die Geschichte, die auch sich im Osten abspielte? Denn nach der Reichsteilung und nach dem Untergang Westroms blieb immerhin noch eine Macht übrig, nämlich das Oströmische Reich, Byzanz, das Byzantinische Reich oder das Oströmische Reich wird zunächst nun die maßgebliche Macht im Mittelmeerraum. Nach der Spaltung des Reiches in Ost und West 395. Die Details dieser wechselvollen Geschichte bedürfen hier keiner genauen Analyse und Betrachtung. Es reicht zu sehen, dass auch das ein sehr wechselvolles Spiel gewesen ist. Byzanz wurde von Norden immer wieder bedrängt durch Slawen, Awaren und die Bulgaren, vom Süden aber vor allem durch eine andere, in der Spätantike, in der frühen Mittelalterzeit sich etablierenden neuen Macht, dem Islam und den arabischen Stämmen, die gegen das Byzantinische Reich und das heißt den Rest dessen, was vom römischen Reich übrig ist, anrannten. Die Geschichte des Islam wird so gleichsam schicksalgebend auch für die Geschichte in Europa. Man könnte fast sagen, bis in die Gegenwart. Es gibt eine wichtige Zahl, die man sich vielleicht in diesem Punkt merken darf. 1453, da fällt Konstantinopel an das Osmanische Reich. Und Byzanz
beziehungsweise Konstantinopel heißt nunmehr Istanbul. Das ist eine Zahl, die bis heute gefeiert wird. Es gibt entsprechende T-Shirts und Trikots und manche munkeln, dass man davon einige auch aktuell auf den Straßen sehen kann. Darüber wollen wir hier nicht weiter spekulieren. Uns geht es allein um die frühe Zeit Byzanz in der Spätantike und zwar in der Gestalt eines Herrschers, der für die Entwicklung des römischen Rechts maßgeblich und relevant gewesen ist, nämlich Justinian. Insoweit ist nämlich das römische Recht in einer ganz besonderen Weise mit Ostrom verknüpft. Es war maßgeblich eben Justinian, der zwischen 528 und 535 eine Aufzeichnung des römischen Rechts im sogenannten Corpus Juris Civilis veranlasste und damit in der Folgezeit dafür sorgte, dass sich die Vorstellung von einem römischen Recht überhaupt erst entwickeln konnte. Insoweit darf man schon sagen, wenn heute von dem römischen Recht gesprochen wird, dann ist regelmäßig das gemeint, was im Corpus Juris Civilis kodifiziert wurde. Das römische Recht war und ist in dieser überwiegenden Vorstellung das, was in der Spätantike noch gesammelt wurde, aufbewahrt bis in die Gegenwart. Es gibt freilich einige kleine Einwände, die man erheben kann, etwa, dass auch dieses Corpus Juris Civilis nur das Ergebnis einer über 1000-jährigen Entwicklung gewesen ist, gleichsam eine Entwicklung zum Abschluss bringt. Und in der Tat, erstaunlich, Aussprüche von Juristen über eine Zeitspanne von mehr als 500 Jahren sind in diesen Büchern, insbesondere in den Digesten des Corpus Juris Civilis, gesammelt. Etwa Appius Claudius Cecus, ein Jurist aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert und der wohl am meist zitierte im Corpus Juris Civilis Ulpian, der ein Jurist ist, der bis ins dritte nachchristliche Jahrhundert hinein seine Rechtssprüche publizierte und wirkte. Das heißt, alleine schon diese Kodifikation des römischen Rechts beinhaltet ein ganzes Spektrum an Rechten von dem, was in einer langen Zeitspanne gesammelt wurde an Recht. Vielleicht wird nirgends so deutlich wie im Corpus Juris Civilis, dass Recht immer das Ergebnis einer langen Entwicklung ist. Und damit, manche haben es etwas kritischer formuliert, der sozialen Entwicklung immer hinterherhinkt. Es muss es nicht sein. Man kann auch sagen, es wird das Beste aus dem gesammelt und destilliert, was vorher gewesen ist. Henry Sumner Maine, ein Rechtsgelehrter, und zwar ein Englischer, hat es auf den Punkt gebracht. Er sagt: The most celebrated system of jurisprudence known to the world begins as it ends with a code. Das heißt, das römische Recht wird eingerahmt gleichsam durch zwei Kodifikationen. Die Kodifikation der 12 Tafeln in der Antike, etwa um 450 vor Christus, am Anfang, noch in der Frühzeit, und das Corpus Juris Civilis dann in der Antike, in der Spätantike, direkt an der Schwelle zum Mittelalter, gleichsam durch Justinian und die Schließung der athenischen Akademie vollzogen wird und der Beginn, die Gründung des ersten Klosters auf dem Monte Cassino durch den heiligen Benedikt. Alles in allem nehmen wir diese Zeitspanne von den 12 Tafeln bis zum Corpus Juris Civilis,
ist eine über 1000 Jahre währende originäre römische Rechtsgeschichte.